Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag aus Armenien. Und ich befinde mich hier in einem Lost Place, dem Hotel. Und ja, ihr könnt es hier am Gang erahnen. Es hat ein bisschen Retro-Charme. Ich hatte extra bestellt, authentisch und ursprünglich. Und dass es so aussehen würde, habe ich auch nicht erwartet. Alle anderen Unterkünfte waren wirklich picobello und vom Allerfeinsten. Hier ist so ein bisschen die Zeit in den 1970er Jahren stehen geblieben und ja, ich habe gedacht, ich nehme euch hier mal kurz eine Bildbesprechung auf. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und ich bin Inhaber der Fotoschule und ich bin vielleicht könnte man sogar sagen, Reiseleiter. Ja, sowas ähnliches. Auf alle Fälle Fototrainer auf Reisen und wir befinden uns hier in Armenien und zwar in einer sehr kleinen Stadt, die touristisch quasi nicht erschlossen ist und genauso ist auch die Infrastruktur. Das gilt für die Fahrzeuge auf der Straße, das gilt für viele Gebäude und das gilt eben ohne jeden Zweifel auch für dieses Hotel. Und es ist auch sehr, sehr lustig gewesen, hier einzuziehen, weil von außen sah es so ein bisschen aus wie eine Ruine. Und die Zimmer waren aber soweit sauber, fließend Wasser, warmes Wasser, alles soweit in Ordnung. Frühstück war sehr gut heute Morgen, insofern alles gut. Trotzdem, wenn man hier so den Flur betreten hat, hat man gedacht, man ist irgendwo in Deutschland in den 1950er Jahren angekommen und in Armenien eben in den 70ern wirklich ein kleines bisschen verrückt. Solltest du dich für die Reisen in den Kaukasus interessieren, also egal ob Georgien oder Armenien, schau auf ffhochschule.de vorbei, da findest du die entsprechenden Angebote. Starten wir heute mit diesem Foto von Michael Schröder. Das handelt sich ganz offensichtlich um ein Studioporträt. Steht auch im Titel, aber das ist hier nun wirklich offensichtlich, dass es sich um künstliches Licht handelt und auch, dass es irgendwo im Studio sein muss und in einer Art Studio mit einem sehr dunklen Hintergrund. Andernfalls hätte der Michael vielleicht sehr viel Freistellarbeit leisten müssen, um das so hinzubekommen. Ja, was soll ich sagen? Sehr intensives Porträt, sehr schöner Kontrast, sehr schön schwarz-weiß. Bei diesem jungen Mann ist auch der Klarheitsregler durchaus eingesetzt worden, um die Haut so ein bisschen zu akzentuieren und auch nochmal auf der Jeansjacke so ein bisschen so diesen crispy Look zu erzeugen. Das gefällt mir sehr gut. Gutes Hochformat, gute Dynamik über die Neigung der Schultern und die Drehung des Oberkörpers, gerader Blick Richtung Kamera und trotzdem auch schön im Gesicht ausgeleuchtet, sodass eben nicht das ganz platt und ganz glatt beleuchtet ist, sondern ein schönes Fülllicht von der linken Seite, gleichzeitig ein gutes Hauptlicht auf der, ja, ich sag mal so, auf der Frontpartie des Gesichtes, aber dann wieder leichter Abfall nach hinten auf der rechten Seite von uns gesehen, wahrscheinlich über Dodge and Burn auch noch ein bisschen nachkontuiert. Ja, gut gemachtes Männerporträt. Michael Weissauer hat den Hubertusbrunnen in München fotografiert und das Ganze hier, in dem die EXIF-Daten im Bildtitel stehen, braucht ihr gar nicht reinschreiben, wenn ihr sie mit abspeichert. Und das ist bei den meisten eurer Fotos der Fall. Dann kann ich es auch darin nochmal sehen. Auf alle Fälle ist es mit geschlossener Blende fotografiert, mit Blende 16 und fast eine Minute belichtet, wie ich lesen kann. Ja, ob die Belichtungszeit jetzt lang oder kurz war, spielt fast keine Rolle, denn wir sehen natürlich so leichte Unschärfen oben an den Baumwipfeln, sowohl oberhalb des Gebäudes dort als auch hier im Vordergrund. Aber ob das, ja, wenn das jetzt gestochen scharf wäre, die Bäumreihe und auch der Vordergrund, dann wäre es das Bild nicht schlechter, sage ich mal. Was daran nicht so schön ist, ist tatsächlich, dass der Baum, der hier im Vordergrund steht, das Gebäude einfach abdeckt. Ja, also dass es einfach darüber ragt. Das hätte man sicherlich besser fotografieren können, indem du einfach ein Stück vorgegangen wärst oder ein bisschen hier links runter über diese Begrenzung, die da ist, rüber. Ich weiß, die Begrenzung ist da, damit man nicht darüber geht, aber machen wir sich vor, es sind jede Menge schon darüber gelaufen, ne? Aber auch ein Stück nach vorne laufen hätte geholfen, um mehr den Blick aufs Hauptmotiv zu bringen, denn ganz offensichtlich ist es da hinten, diese Baumreihe mit den Leuchten und dem Gebäude. Und die geht jetzt natürlich im erstens sehr, sehr weitwinkligen Bildausschnitt und auch durch die Abdeckung des Baumes unter. Oliver Jung war irgendwo in den Alpen und hat dort dieses Bild gemacht. Nun heißt das Querformat im englischen Landscape, weil die allermeisten Landschaftsfotos damit gemacht werden. Hier gefällt mir tatsächlich das Hochformat ganz gut, aber nur,
weil es kein weitwinkligeres Querformat ist. Also noch weitwinkliger fotografiert und querformatig wäre auch toll gewesen. Bei diesem Bildausschnitt, den du gewählt hast, passt das Hochformat ganz gut, weil wir eben unten noch diese Wege drauf haben, die Fahrstraße, die kleine Alm und den Hang, die Bäume, den Mittelgrund, die Wolken und dann oben auch noch ein Stück vom Himmel. Das ganze Bild ist, ich behaupte mal, wahrscheinlich so gut wie gar nicht bearbeitet. Da hätte man noch viel mehr Farbigkeit rausholen können, wenn man es gewollt hätte. Ist aber vielleicht auch gar nicht nötig. Wenn ihr da draußen Bock habt, in den Alpen zu fotografieren, schaut bei uns auf der Webseite vorbei. Wir machen sowohl im Allgäu als auch im Berchtesgadener Land auch im kommenden Jahr wieder Foto-Workshops. Pascal Schmid hat in der Normandie fotografiert. Also zumindest steht das hier auf dem im Bildtitel. Ich würde ja sagen, es ist Notre Dame. Also hier vorne mit der Seine. Und aber ich kann mich natürlich auch total täuschen. Vielleicht ist es auch zu klein für Notre Dame, aber dafür spricht auch so ein bisschen, dass da ein Gerüst zu sehen ist. Von wann ist denn das Bild? Das ist von 2019. Also, ich weiß nicht ganz genau, wo das ist. Ist auch völlig Wurst unter uns gesprochen. Es ist so eine klassische französische Kathedrale und die hast du hier gut eingebettet zusammen mit der Mauer hier im Vordergrund und den Frankreich-Motiven, die da drauf sind, gemeinsam mit dem Fluss. Das gefällt mir sehr gut. Du hättest vielleicht noch ein ganz kleines Stückchen weiter nach links gehen können und dann noch ein ganz kleines Stückchen weiter wieder nach rechts schwenken. Dann wäre hier dieser Trolley, dieser Rollwagen, rechts am Bildrand nicht mehr drauf. Wir würden noch mehr in den Fluss gucken können und du hättest vielleicht auch links diesen roten Kiosk dadurch aus dem Bild rausbekommen. Aber hätte Fahrradkette. Alles gut soweit. Schön rausgearbeitet, wahrscheinlich ein HDR, aber hier nicht so vollkommen übertrieben, sondern noch einigermaßen dezent und okay. Vielleicht ein bisschen arg quietschig bunt, trotzdem ein gutes Foto, Pascal. Von Hans Nater kommt diese Aufnahme vom Hamburger Fischmarkt und die trägt den Titel Schiedwetter. Ganz offensichtlich, Hans, ist das Wetter nicht so, wie es sein könnte. Lass mich kurz gucken. Blende 3,5 und dann ist das irgendwie mit 5 mm fotografiert, äquivalent 29 mm Kleinbild, wahrscheinlich mit irgendeinem Telefon, wenn ich hier so hingucke, ohne dass ich es genau weiß. Mit einer Panasonic. TZ71 mit einer Bridge-Kamera. Okay, was mir auffällt, ist nämlich, dass es rechts am Rand sehr unscharf ist. Also gerade das Haus da, das sieht doch sehr, sehr verwaschen und unscharf aus. Sonst gefällt mir die Weite eigentlich ganz gut mit diesem Gullideckel hier und dem gelben Kreuz auf dem Pflaster und den beiden, die da mit dem Schirm laufen. Die könnten vielleicht dichter dran sein noch an deiner Kameraposition. Aber insgesamt gefällt es mir ganz gut. Wo diese Unschärfe herkommt, erschließt sich mir nicht. Ist da was auf der Linse gewesen? Hast du da Regen weggewischt oder irgendwas? Wie auch immer. Ein typisch graues Hamburger Schmuddelwetterbild hätte man vielleicht sogar in Schwarz-Weiß umwandeln können. Von Steffen Mökel haben wir vom Pfurnsee ein Bild eingesandt bekommen, wo auch immer der sein mag. Wirklich ist, dass der Bildtitel Pfurnsee ist, weil von dem See sieht man fast nichts aufgrund deiner tiefen Kameraperspektive. Also der See ist eher so ein bisschen subtil im Bild, so ein schmaler Streifen und sehr wenig Seeoberfläche zu sehen. Gleichzeitig auch nur so ein bisschen hier der Ablauf des Sees über diesen kleinen Bachlauf, der nach unten links verläuft. Aber vielleicht ist es auch das alles, was es so ein bisschen ausmacht. Ob ich den rot-weißen Wanderweg-Hinweis da auf dem Stein bräuchte. Da möchte ich mal ein dickes Fragezeichen dran machen, aber diese leichten Schneespuren oben und diese ganz leicht noch reinwabernden Wolken von oben zusammen mit dieser gelb-grünen Lichtstimmung, das gefällt mir tatsächlich alles insgesamt ganz gut. Belichtungszeit ist auch toll, zumindest für diesen kleinen Bachlauf. Seefoto ist es eben meiner Meinung nach keins, aber fotomäßig insgesamt ist es, finde ich, ein gutes. Von Silvia Lange haben wir dieses Insekt eingesandt bekommen, also dieses Foto von diesem Insekt. Ja, das hängt da ja ganz ulkig an dieser Grasähre. Verrückt, also immer wieder erstaunlich, was die Natur so macht. Nicht nur formmäßig, sondern auch akrobatisch. Ganz, ganz toll gemacht, finde ich. Ist mit einer Olympus fotografiert und zwar, lass mich ganz kurz gucken, nicht mit dem Makro, sondern mit dem 12-40 bei Blende 4,5, aber wahrscheinlich ist es ein Fokus-Stack. Silvia, das kannst du mir super gerne in die Kommentare schreiben, ob du da gesteckt hast. Aber ich habe so eine Idee, dass ich da im Fühler des Insekts schon sehe, dass es ein Stack ist. Und an dem Gras auch so ein bisschen.
Ja, ist egal, ist ein gutes Insektenfoto, schöne Freistellung nach hinten, sehr schön cremiger Hintergrund, gute Farbkombination aus diesem Rot und Grün, die passen einfach sehr gut zusammen im Komplementärfarbenkreis, die Farben, gut viel Empty Space auf der linken Seite des Bildes, da ist einfach viel freie Fläche, richtig gutes Insektenmakro. Von Thomas Wösler haben wir diese Einsendung, und zwar von einem eine Ente jagenden Hund, wobei die Ente aus Gummi ist. Was ich ganz ulkig finde, ist jetzt, wo ich das Bild so hier sehe, dass die Ente auch noch einen Erkennungsring um den Fuß hat. So, wie auch immer, fotografiert mit dem 40-150 an einer Olympus. Sehr gute Schärfeebene, also sie liegt genau auf den Augen des Hundes, was bei der Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht ganz so trivial für den Autofokus war. Haben sehr viel Action im Bild, ist fotografiert mit einer 2500stel, die hat wirklich alles eingefroren. Vielleicht ein ganz kleines bisschen schade, wie das Licht so auf den Hund fällt. Also ich bin schon großer Freund davon, wenn es eben kein Licht im Rücken des Fotografen ist, dann würden auch die Spritzer nicht so rauskommen. Aber auf der linken Gesichtshälfte des Hundes von uns aus gesehen, könnte das Auge ein bisschen mehr Licht haben. Da hätte es vielleicht auch nachträglich noch ein ganz kleines bisschen aufhellen können. Aber wie auch immer, gute Kameraperspektive, witziger Moment. Und im Thumbnail habe ich gedacht, oh, es könnte sein, dass da ein Hund eine Ente geschnappt hat, aber hier sehen wir ganz eindeutig, es handelt sich um ein Hundespielzeug. Von Ulrich Steinhäuser haben wir hier oberhalb des Atlantiks auf Fuerteventura fotografiert den Mond. Und ja, Ulrich, sehr schönes Mondfoto. Dazu doch gleich mehr. Jetzt ganz kurze Werbeeinblendung zum Thema Lanzarote Fotoreise. Im Januar fahren wir immer mit euch nach Lanzarote auf Fotoreise. Das ist einfach ein idealer Zeitpunkt. Da ist auf den Kanaren oft sehr, sehr schönes Wetter. Es ist angenehm warm, frühlingshafte Temperaturen. Und gleichzeitig ist hier der Januar in Deutschland meistens nicht ganz so dolle. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Woche mit euch, mit einem vielfältigen Programm. Schau super gern auf ff-fotoschule.de auf der Webseite vorbei und schau unter den Fotoreisen nach der Lanzarote-Reise. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du und ich uns da persönlich sehen würden. Jetzt kommen wir zu Ulrich, seinem Foto. Was mir gefällt, ist, wie dieses Mondlicht hier unten diese rötlich wirkende Pflanze beleuchtet. Oder du hast noch Licht im Rücken, das kann ich natürlich nicht einschätzen, ob hier von hinten noch eine warmtonige Lampe von hinten das Ganze beleuchtet hat. Aber der Lichteinfall da drauf ist auf alle Fälle gut und das Rot passt hier auch ganz gut zu dem Blau. Vielleicht ist der Horizont ein ganz kleines bisschen mittig, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, was die Spannung am Bild betrifft. Also einfach noch weiter nach unten schwenken und oben mehr abschneiden. Flaremäßig sieht das ganz okay aus. Da sind so ein paar Flares, ist mit einem 24 mm fotografiert, also 24-85 Nikon-Objektiv. Da sind so ein paar Flares um den Mond drumherum, diese so grüne, aber das finde ich geht noch. Schön kurze Belichtungszeit, sodass die Sterne eingefroren sind. Ganz gutes Mondlichtfoto, muss man sagen. Und das letzte für heute kommt von Wolfgang Bitzger, der hier einen Gleitschirmflieger fotografiert hat, und zwar ganz offensichtlich bei der Landung. Aber das nehme ich doch zumindest mal sehr stark an. Ich glaube nicht, dass der von dieser Wiese starten wird, zumal das irgendwo in der Stadt zu sein scheint. Ich weiß nicht, ist das Tempelhofer Feld? Also ich habe natürlich wie immer keine Ahnung, ihr wisst es, aber es ist auf alle Fälle ein cooles Bild mit gutem Kontrast, was dieser Strohballen hier im Vordergrund macht. Er schließt sich mir hinten und vorne überhaupt nicht, warum der da liegt, aber der Gleitschirm kreist den oder rahmt den so ein bisschen ein, das ist okay, aber das Geilste ist natürlich so, wie die Wolken aussehen, die Wolken im Zusammenhang mit dem roten Schirm, der davor ist, und der Schirm hat auch noch richtig gutes Licht von schräg links, sodass er noch so ein bisschen durchleuchtet, und unten das Grün passt halt einfach gut zum Rot mit dem Farbkontrast, wie eben schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist alles so richtig, richtig schön fotografiert. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass du die Bildbesprechung tatkräftig unterstützt. Zum Beispiel dadurch, dass du einen Daumen nach oben gibst. Das hilft dem ganzen Format. Das hilft, dass das Format am Leben bleibt, dass das Format erhalten bleibt, dass das Format funktioniert. Danke, danke, danke. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, egal ob zu Armenien oder zur Bildbesprechung, stell sie in den Kommentaren. Wenn du ein Lieblingsfoto hast aus dieser Folge, schreib es mit der Bildnummer in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Samstag 14:30 Uhr hier auf dem Kanal wiedersehen.